Hallo und herzlich willkommen im fast dunklen Wald. Ich wollte gerade noch mal ganz schnell, bevor ich nach Hause gehe, weil es gleich dunkel wird, versuchen euch zu zeigen, wie man Buschbox-Maroni zubereitet. Also Maroni aus der Buschbox. Der Haken ist, wie gesagt, es wird gleich fast dunkel und ich habe kein Stativ dabei, ich Idiot. Deshalb versuche ich jetzt irgendwie die Kamera so zu positionieren, dass man einigermaßen meine Buschbox erkennen kann und mich, wie ich da dran rumhantiere. So gut es halt eben geht und schauen wir mal, ob das einigermaßen funktioniert und das Ganze auch ganz schnell und ich habe kaum Zeit und deshalb bin ich auch faul und verwende Streichhölzer. Und es ist windig. Ich entschuldige mich schon mal für sämtliche Wildgeräusche im Video. Scheiß Natur. So, die Kamera steht einigermaßen. Wir packen hier eine Buschbox hin. Oh, man kann sie sogar sehen. Ah ja, wunderbar. Ich bin begeistert. Und hier in der Tüte, in der ich hier im Hintergrund rumkuschel, diese hier, habe ich jetzt noch ein paar Maroni rumfliegen, die von der bescheidenen, also die bescheidenen Reste, die ich noch im Wald gefunden habe, nachdem meine Hauptmaroni-Ernte leider verreckt ist, weil ich zu spät gekommen bin mit der Konservierung meiner Maroni. Ja, hier könnt ihr drei Maroni sehen. Am besten nimmt man welche, die möglichst groß sind übrigens. Das trifft auf die hier jetzt nicht unbedingt zu. Aber tja, man muss halt nehmen, was man hat und was Besseres habe ich jetzt gerade nicht. Sprich, diese hier werden es sein. So, als nächstes muss man die Maroni dann noch vorbereiten. Dafür nimmt man ein Messer und schnibbelt da einfach ein kleines bisschen was ab. Das reicht schon. Also gerade so einen Streifen abschneiden. Und reicht wirklich schon ein ganz kleines bisschen, wie ihr hier sehen könnt. Das ist einfach dafür, dass die nicht explodieren im Feuer. Und ein gewisser Gasaustausch, wenn sie halt heiß werden, gegeben ist. So, dann habe ich meine Buschbox hier schon mit Birkenrinde gefüllt. Das sollte eigentlich auch schon reichen. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Ja, doch, geht. So, jetzt habe ich auch Brennmaterial. Legen wir mal dahin. Das reicht übrigens schon. Da braucht man wirklich nicht viel. Kommt darauf an, wie viele Maroni man natürlich machen möchte. Das ist die wesentliche Frage bei der Sache. Und wir entzünden einmal unsere Birkenrinde. Und wir legen etwas Brennmaterial nach. Und noch etwas mehr Brennmaterial. Bei dem ganzen Wind hier ist die Luftversorgung natürlich super. Einer der Vorteile, wenn es mir dauernd in die Kamera windet. So, vielleicht noch was Dickes hier am Rand, noch nur mit rein. Und ich krieg sämtlichen Rauch ab, war ja klar. Also ich mache es immer so, dass ich die Buschbox dann erstmal ein kleines bisschen brennen lasse. Mir dann ein bisschen Holz beiseite lege. Für eine zweite Befeuerung, wenn das weggebrannt ist, was drin ist. Das wäre dann jetzt hier das, was da jetzt liegt, was ihr leider nicht sehen könnt, weil ich den Kamerawinkel nicht verstellen kann und dass mir das Ding sonst wohin fliegt. Ihr müsst mir einfach mal so glauben. Ich halte es euch nochmal in die Kamera. So schaut es aus. Und wenn das dann ein bisschen runtergebrannt ist, kann man vielleicht auch noch ein wenig in der Mitte Platz schaffen. Und da wirft man dann schlicht und ergreifend die Maroni einfach mal rein und guckt, dass die unten zu liegen kommen. Also schön runter in die Buschbox schmeißen. Zack.
Je weiter unten sie liegen, desto besser ist es. Sonst kriegen sie doch arg viel offene Flamme ab. Und dann habe ich zuerst versucht, das irgendwie nach Minuten zu machen, um mit der Stoppuhr zu stoppen, bis mir eingefallen ist. Das macht ja im Wald keinen Sinn, weil unter Umständen hat man ja keine Stoppuhr. Normalerweise hat man die ja nicht und deshalb mache ich das lieber so, dass ich dann einfach noch Holz nachlege. Noch so ein bisschen Kleinkram hier. Ich hocke wirklich perfekt im Rauch. Das war ja wieder klar. Aber das geht jetzt nicht anders, weil die Kamera halt so steht, wie sie steht. Ne? Gut, also noch einmal Holz nachlegen. Und dann das Ganze noch ein bisschen brennen lassen. Jetzt war das schon fast ein bisschen zu viel Holz. Es ist immer so ein bisschen eine Zufallsgeschichte, wie gut die Maroni dann werden. Also essen kann man sie in jedem Fall. Je nach Windzufuhr, je nachdem, was, wie gut das Holz brennt, das man zur Verfügung hat. Das hier brennt jetzt schon fast zu gut. Brennt dann halt eben länger oder nicht ganz so lange. Und in diesem Fall leider schon fast ein bisschen zu lange. Da werde ich wahrscheinlich frühzeitig löschen müssen, sonst werden mir meine Maroni zu gut durch. Aber ihr seht ja, ich filme das hier in Echtzeit. Dann könnt ihr euch dann nachher selber ausrechnen, wie lange das dauert. Anhand der Videodauer halt. Normalerweise, wenn man Holz hat, dass es nicht so gut brennt wie das jetzt hier. Das ist ja wirklich super trocken und halt auch gleich noch Eiche. An sich ein prima Brennholz. Dann reicht es, wenn man wartet, bis das Ding runtergebrannt ist und sie dann rausnimmt. Hier würde ich sie jetzt normalerweise jetzt schon entnehmen, aber jetzt warte ich halt noch mal kurz einen Moment. Vielleicht sind sie dann ein kleines bisschen schwärzer, als ich es gewöhnt bin. Wir experimentieren. Ihr seht, es ist jetzt nahezu raus. Natürlich könnte man jetzt jederzeit noch mal anfeuern, indem man noch was reinschmeißt und ein bisschen pustet. Es glüht ja auch noch wunderbar. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass da jetzt Schluss ist. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich eine Frage an euch hätte. Fällt euch eine bessere Methode ein, um die Maroni da jetzt rauszukriegen, als Buschbox umrühren, umkippen und halt bei Bedarf bei einer zweiten Portion Maroni, die man sich machen möchte, das ganze Ding nochmal neu anfeuern? Weil ich kenne keine bessere Methode, es sei denn, man hat eine richtige Zange, mit der man die da rausnehmen kann, aber das hat man ja normalerweise im Wald nicht dabei. Und mit zwei Stöckchen, das habe ich jetzt noch nicht geschafft, weil dafür ist es dann doch meistens noch zu heiß, dass man das dann nennenswert rausbekommt. Und wenn es nicht mehr heiß genug ist, dann ist es ja auch schon egal, dann kann man sie genauso gut auch umkippen. Aber das machen wir jetzt, in der Hoffnung, dass wir keinen Waldbrand auslösen, was natürlich nicht passieren wird. So. Und ihr könnt jetzt vielleicht sogar die Maroni sehen, wenn ich sie weit genug weg schubse. Hier, da, ne? Das ist eine. Die sind jetzt relativ schwarz. Das sollen sie auch sein. Das ist alles genau nach Plan und die sehen eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Die kann man dann mit dem Stöckchen einfach aus dem Feuer rausschubsen. Dann warten, bis das Feuer ausgeht oder halt selber löschen. In meinem Fall werde ich jetzt kontrolliert abwarten. Ich bin ja da, ich gucke ja drauf, da kann also nichts passieren. Sollte da jetzt noch was entflammen, dann lösche ich natürlich. Hab auch Wasser da. Also nur damit mir das jetzt auch jeder glaubt mit dem Wasser. Ne? Ich bin auf alles vorbereitet, es besteht also keinerlei Gefahr für den Wald irgendwie. Und damit ist das Ganze jetzt auch aus. Man hätte es aber auch einfach kontrolliert zu Ende glimmen lassen können. Okay, und so sieht jetzt so eine Maroni aus. Erstmal nicht sehr lecker, aber wenn man die dann einfach zwischen den Fingern die Schale abbröselt, was sehr gut funktioniert, bekommt man hier sowas, was immer noch schwarz ist. Aber im Innenleben ist die dann nämlich ganz hervorragend und sehr lecker. Jetzt ist es halt nur eine Pullerei bzw. eine Angelegenheit von ziemlichem Fingerspitzengefühl, das Innere da rauszukriegen. Das kann man da entweder direkt abessen. Das mache ich jetzt mal schnell, das seht ihr dann auch wieder nicht. Mhm.
sehr lecker. Oder man nimmt halt wieder sein Messerchen und kratzt sich das Innenleben dann da einfach raus und macht vielleicht in die hohle Hand auf einen Baumstumpf, einen Teller oder wie auch immer und isst das dann so. Das ist natürlich ein gewisses Maß an Arbeit, aber ich finde sie ganz hervorragend lecker so aus dem Feuer. Wenn es nicht ganz so lange drin gewesen wäre, dann hätte es wirklich gereicht, einfach nur die Haut abzupulen und es wäre die Außenseite nicht total schwarz. Schauen wir mal, wie die anderen beiden geworden sind. Hier ist die nächste. Ja, also so wie hier unten auf der Unterseite, so sehen sie im Idealfall überall aus. Aber wie gesagt, ich habe die jetzt hier relativ lang drin gehabt. Die könnte man aber jetzt auch, glaube ich, ganz gut zubereiten, indem man einfach nur das Schwarze ein bisschen abkratzt. Beziehungsweise wegschneidet. Ja, also ihr seht, das geht einigermaßen ganz gut. Für die ganz Harten, die können das Schwarz natürlich auch mitessen, aber das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, es sei denn, man hat sich irgendeine Vergiftung zugezogen, in der man Kohle braucht, um den Magen zu entgiften, beziehungsweise eben die Verdauungsorgane im weitesten Sinn. Na? Die schlechten Lichtverhältnisse bitte ich natürlich zu entschuldigen. Also ihr seht, so sieht es doch schon einigermaßen gut aus. Hier vielleicht noch ein bisschen. Ja. Und weiteres Schwarz kommt daher, dass ich jetzt schon dreckige Pfoten habe. Von der letzten Marone, vom äußere Haut abpulen. Ja, also so sieht das dann schon aus. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Portion, die kann man schon mal essen. Ram. Nam, 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 nam. Schmeckt wirklich hervorragend. Die allerleckersten Maroni, die ich kenne, sind wirklich diese direkt aus dem Feuer. Ob das jetzt nun wirklich ein richtiges Feuer ist oder die Bushbox, spielt keine große Rolle. Ihr seht, auch die hier ist jetzt ein bisschen sehr kross außenrum. Die sind auch klein. Also je größer die sind, desto besser ist es, weil desto mehr Inhalt hat man im Endeffekt. Nom, nom, nom. Aber auch da gibt es immer noch ein bisschen was zu holen. Und gerade wenn man im Herbst im Wald unterwegs ist, also jetzt ist Maroni-Zeit ja vorbei, auch bei mir. Aber normalerweise findet man da schon einiges. Ich habe ja auch noch was übrig. Das ist die, die man mit dem Messer auskratzen kann, wenn sie ganz arg verkohlt sind, in Anführungszeichen. Man hat ja Zeit im Wald, da kann man sich auch echt die Zeit nehmen, das dann auf umständliche Art und Weise auseinanderzukratzen und ganz langsam zu essen. Daran scheitert es dann ja auch nicht, ne? Also ihr seht, wie es funktioniert, ist ganz simpel. Je weiter unten sie liegen, desto besser ist es. Dann kriegen sie nämlich nur die Hitze ab und nicht die Flammen direkt. Ein bisschen Flammen direkt ist wieder gut, weil sie dann halt leicht zu schälen sind. Wer schon mal Maroni im normalen Backofen gemacht hat, weiß, die Schälerei ist hinterher ein ziemlicher Aufwand. Das ist halt eben bei diesen Feuermaroni nicht so. Da geht Schälen schnell. Das Problem ist nur, dass sie dann außen schwarz sind, ne? Ist also eine ganz einfache Sache und klar, die Zubereitung in der Bushbox, da kann man sich jetzt streiten, inwiefern das Sinn macht, weil man da so höchstens 6 Stück reinbekommt und man das Ding danach wieder auskippen muss und außer man hat halt eben wirklich eine richtige Grillzange und dann wieder neu befüllen und nochmal neu anfeuern. Man braucht also ziemlich viel Zunder, wenn man damit wirklich große Mengen Maroni zubereiten will und das ist ja aber auch nicht Sinn der Sache. Das ist jetzt mehr so als Spielerei gedacht, wenn man sich einfach mal Bock hat, ein paar Maroni im Wald zu machen, mehr so als Snack, so jetzt wie ich gerade. Und ja, ja. Natürlich funktioniert das auch im ganz normalen Lagerfeuer, das wollte ich eigentlich sagen. Und da kann man sich dann auch größere Mengen von den Dingern zubereiten. Wobei man sagen muss, wenn man die einfach nur in die Glut packt und da backt, dann geht es erheblich länger als in der Bushbox. Also da ist so ungefähr durchschnittliche Zeit, die die brauchen, um fertig zu werden, tatsächlich so 4 Minuten. 3 bis 4 Minuten, je nachdem wie man sie auch haben möchte. Ne? So schaut's aus. Was man jetzt auf der Kamera schon wieder kaum sehen kann, ist, wie dunkel es jetzt schon geworden ist. Also ich vermute mal, ich habe jetzt noch so 15 Minuten einigermaßen Licht, wo ich noch was sehe. Mit der Kamera ist es jetzt wirklich hart an der Grenze. Entsprechend bitte ich mal wieder die Lichtqualität zu entschuldigen. Es ist Herbst, es ist nicht gar nicht so einfach, da rechtzeitig rauszukommen, um Videos zu machen. Also es wird wirklich verdammt früh dunkel inzwischen. Ich habe jetzt keine Uhr dabei, kann ich nicht sagen, wie spät es ist, aber meh.
Ja, also ich hoffe, diese kleine Spielerei-Anwendung der Buschbox hat euch irgendwie ein bisschen gefallen. Ich möchte nochmal betonen, es handelt sich um eine Spielerei. Ja, das ist jetzt nicht die ultimative Survival-Technik oder sonst wie, bevor mir irgendjemand unterstellt, dass sie das nicht ist und ich behauptet hätte, dass es so ist. Nein, das ist sie nicht. Das ist eine Spielerei. In der großen Buschbox XL kann man vielleicht ein paar mehr Maroni machen. Vielleicht macht das dann auch richtig Sinn, mengenmäßig. Das weiß ich nicht. Das müsste man dann mal ausprobieren, wenn man so eine besitzt. Wenn jemand von euch Lust hat, der so einen Teil besitzt oder einen anderen großen Hobokocher, oh Gott bewahre, ich habe jetzt nicht wieder gesagt, dass die Buschbox der einzig wahre ist. Also jeder x-beliebige andere große Hobokocher tut es natürlich auch. Probier das doch mal aus und sagt mir, ob es funktioniert. Das würde mich interessieren. Und ansonsten jeder andere Kommentar natürlich wie immer auch. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.